Hallo ihr Lieben, na? Hier ist wieder eure Katrin von Moving to Max, dem Kanal, bei dem sich alles rund um Mexiko dreht und vor allen Dingen natürlich um Oaxaca, weil ich ja hier selber schon seit fast 4 Jahren wohne. Und heute nehme ich euch mit auf eine Tour mit Sapo Trek nach oder zu Yerbel Agua, dem berühmten versteinerten Wasserfall. Und es ist jetzt hier morgens kurz vor 6 in Oaxaca Stadt an einem Samstag. Es ist noch dunkel, die Straßen sind komplett leer. Und wir machen uns gleich auf den Weg, weil das ist nämlich eine Ganztagestour. Und ich war ja selber schon so oft bei Yerbel Agua, aber der Erik von Sapo Trek, also die Tour ist nochmal ganz anders. Da werden wir auf jeden Fall irgendwie so Secret Wasserfalls sehen und auch nochmal ganz andere Wanderwege, die ich selber noch gar nicht kenne. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was mich da heute alles erwartet und freue mich drauf, euch mitzunehmen. Unser kleines Abenteuer beginnt mit einem regionalen und reichhaltigen Frühstück bei Freunden in Teotitlan del Valle. Like we have drinks for like everything. Yeah. Unser nächster Stop ist La Colula, wo wir uns auf dem Markt mit Wegproviant eindecken und die Zutaten für unser Mittag einkaufen, was frisch zubereitet und uns nach der Wanderung serviert wird. Und los geht's zur eigentlichen Wanderung hinauf zum versteinerten Wasserfall Yerbel El Agua. Dabei wirst du von Erik und den einheimischen Guides viel über die lokale Pflanzen- und Tierwelt lernen. Nach ca. 3 Kilometer Wanderung durch die eher trockene Waldlandschaft erreichen wir Las Salinas. Ein wahrhaft magischer Ort, der zum Abkühlen und Staunen einlädt. Nach einem kleinen Picknick setzen wir unsere Wanderung fort. Der zweite Teil der Wanderung ist recht intensiv. Es geht ca. 6 Kilometer nur bergauf. Aber für die überwältigende Aussicht über das weite Tal sowie den Blick auf den versteinerten Wasserfall lohnt sich der Aufstieg definitiv. Und einmal oben angekommen, erwartet uns das leckerste Mittag überhaupt. Gesättigt und gestärkt verbringen wir den Nachmittag damit, die Gegend rund um Yerbel Agua zu erkunden. Dabei genießen wir vor allen Dingen die herrlichen Aussichten, erfrischen uns in den natürlich entstandenen Pools und schießen beeindruckende Fotos.